Hallo ihr Lieben, ich wollte euch ja zeigen, was wir alles gekauft haben für die Spendenaktion. Hier ist das alles schon sortiert. In 3-4 Tagen ist es soweit, also am Dienstag. Wir haben jetzt Freitag. Und ich dachte mir, ich zeige euch das jetzt alles nochmal. Ich zeige jetzt das, was ich mit Order zusammen gekauft habe, alles online bestellt habt. Hier ist noch ein Paket, was wir gerade bekommen haben aus Österreich. Das zeige ich euch jetzt auch schnell. Dann haben wir das schon mal durch. Also dieses Video kann etwas länger werden. So, hier ist ein Brief. Liebe ML, gerne unterstützen wir diese tolle Aktion und freuen uns schon so auf das Video demnächst, wo man die überraschten und hoffentlich glücklichen Gesichter der Kinder und Jugendlichen für einen kurzen Moment sieht. Von Jenny und Daddia. Ja, Daddia, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Kinder, ob man die zeigen darf im Internet, aber wir werden alles filmen, wie wir das alles dahin bringen und alles Mögliche. Ein ganz, ganz kleines Geschenk für die kleine Lina, da ich mitbekommen habe, dass sie bald Geburtstag hat. Wie süß. Da hat sie für Lina einmal Haargummis geschickt. Und jetzt kommen wir aber auch für die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da haben wir einmal Schokolollis. Dann für die Jungs von Pikachu so ein Schulset mit Stiften. Dann haben wir hier Moment. Fantasievolle Tiere, Malbuch und Zitate. Einmal Color Your Life. Ich denke mal, das ist für die Mädchen dann. Dann haben wir hier Milchjumbo. Die Süßigkeiten packe ich dann auch in die Tüten mit einem noch. Dann haben wir hier Wortsuchspiel. Ach, cool. Da stehen die Wörter unten und die muss man dann finden. Dann haben wir hier von ein Buch mit einem Einhorn vorne drauf, da kann man dann Sachen reinschreiben. Dann haben wir hier von Balea Lippenpflegestifte. Ich zeige das jetzt schnell. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn das jetzt nicht fokussiert. Und noch eins. Dann haben wir hier wieder Buntstifte. Wir haben hier ganz, ganz viele Buntstifte. Dann haben wir hier so fürs Weihnachtsbaum Schneemännchen. Von Mao An, Joy and Fun. Dann haben wir hier so ein Holzperlenset von DM. Auch eine gute Idee für die Kinder. Das ist, glaube ich, Knete, oder? Nee, Fingermalfarben. Cool. Sowas habe ich noch nie gesehen. Fingermalfarben. Dann einmal so ein Hobbyset. Ich mache die Preise aber später alle ab. Wie das ankommt. Dann einmal von Amigo, auch so ein Bastelset, Armband-Bastelset. Dann einmal Smarties. Dann so ein Kartenspiel, Schwarzer Peter. Und zum Schluss Milchmus. Packen wir dann alle ein, die Süßigkeit natürlich mal zur Seite. Damit die nicht auch im Dingens landen. Das packe ich mal wieder schön ein. Oh, dann wollte sich das auch gleich nochmal anschauen, ob wir noch was brauchen. So, dann geht es auch direkt weiter. So, dann haben wir hier von Lego einmal so ein Set gekauft. Das haben wir schon länger gekauft gehabt, aber das ist jetzt die ganze Zeit im Schrank gewesen. Deswegen dachte ich mir, dann geben wir das den Kindern. Das hatten wir auch schon vor langem gekauft. Das packe ich jetzt auch ein. Das ist so mein Koffer voller Bücher. Das ist für Vorschulkinder.
Dann habe ich bestellt ganz viele Bücher, Ausmalposter von Pettersen und Findus. Das kann man dann halt ausmalen. Davon habe ich 2 Stück bestellt. Einmal das. Dann geht es hier weiter. Die meisten Sachen habe ich auch auf Instagram bestellt. Aber lieber auch auf YouTube mal. Und dann einmal Malspaß für coole Jungs. Das haben wir, glaube ich, 2-3 Mal. Genau, das haben wir 2-mal, 3-mal. Da stehen die Preise noch drauf, die muss ich auf jeden Fall abmachen. Dann haben wir hier Papierfalten für Kinder, auch ganz interessant. Da sind dann auch Falttechniken und so mit abgebildet. Dann haben wir von Snoopy im Rätselblock 2-mal. Das ist auch ganz cool. Wenn ich euch jetzt alles zeige, dann sprengt das den Rahmen, deswegen mache ich jetzt ganz schnell. Dann haben wir hier 2-mal Bunte Welt Mandalas zum Mitnehmen, so ein Mandala-Buch. Und dann haben wir noch ganz, ganz viele Wundertüten für die Mädels bestellt. Und da sind dann Bücher drin mit 4 Mini-Büchern und weiteren tollen Überraschungen. Ja, das haben wir dann auch noch. Das packe ich auch mal wieder ein. Damit wir nicht durcheinander kommen gleich. Hier sind übrigens noch so Gutscheinkarten von HelloFresh und so drin. So, dann kommen wir zur Action. Da haben wir einmal so ein Taschenbuch. Jetzt kommen größere Sachen. Dann haben wir für die Mädels 2-mal so Perlensets gekauft. Dann können die halt Armbänder und so draus machen. Das haben wir 2-mal. Dann haben wir 3-mal dieses Spiel Explode. Vielleicht kennt ihr das. Da sind dann 3 Eier, glaube ich. Nee, 8 Eier. Und eins davon ist mit Wasser gefüllt. Ist so ein Spaßspiel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das da spielen dürfen. Das haben wir 3-mal mitgenommen. Dann haben wir ein Tagebuchset von Vianna, heißt sie, glaube ich. Ich fand das total schön für Mädels. Da ist auch Glitzer drin, Stifte, Glattradiergummis und Stift mit Kuschel dran. Dann haben wir ganz viele Seifenblasen. Seifenblasen haben wir wirklich sehr, sehr viele bekommen. Auch zugeschickt bekommen. Das packe ich auch mal wieder ein. Dann hat eine Freundin von mir auch Sachen vorbeigebracht. Das zeige ich auch mal. Und zwar 2-mal Magic-Stifte. Ich weiß jetzt nicht, kann auch sein, dass die so gemischt sind ein bisschen. Dann 2 Sets, einmal für Jungs, einmal für Mädchen. Dann 3-mal so Pistolen-Sets. Ich hole jetzt nicht alles raus. 2 Flaschen. Und jeweils 3 Packungen Seifenblasen auch. Also Seifenblasen haben wir wirklich sehr, sehr viele bekommen. Hier noch gekauft, achso, das hatte glaube ich auch so gekauft, Sticker, tue ich auch hier rein. Dann haben wir gekauft 3-mal so Mäppchen von Cars für die Jungs. Und dann 2-mal so Sets für Mädchen mit Haarschwange und Bürste. So, dann machen wir weiter mit Action. Da haben wir 2-mal Weewee Loops. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Damit kann ich das einfach auf Armbänder machen. Das haben wir insgesamt 2-mal mitgenommen. Dann haben wir Christmas Bubbles, also Christmasbälle zum selber malen und papieren. Einmal von, wie heißt das nochmal?
Dann ein Nemo. Dann eine von Mickey Mouse. Dann haben wir das nochmal. Das müsste hier sein. Sogar zweimal noch. Dann haben wir einmal von Disney Princess. Und einmal von Cars. So. Dann haben wir mitgenommen ein paar von diesen Dino-Eiern. Auch bei Action. Noch ein paar und noch ein paar. Dann haben wir für die Jungs, sind das dieselben? Ja. Viermal von Cars und wie nennt man das? So ein Bild, was man selber ausmalen kann und auch im Zimmer aufhängen kann. Hier sind dann die Farben dazu. Genau. Ach, so viel. Dann haben wir hier ganz viele Autos gekauft für uns. Hier auch so zwei Stück. Noch eins, noch eins. Nochmal zwei. Noch eins und noch eins. Dann haben wir ein paar Kartenspiele gekauft. Einmal Quanto, also zweimal. Und einmal Mainz heißt das wohl. Ich weiß jetzt nicht, wie das geht. Ich habe das auch mal mitgenommen. Dann haben wir für die Mädels Schmuck mitgenommen. Ohrringe. Also das sind alles Ohrringe. Ich hoffe, die haben alle Ohrringe. Und hier nochmal. Ja, das packe ich jetzt auch nochmal ein. So, dann haben wir nochmal bei Infos bestellt gehabt. Da haben wir auch einiges. Achso, da sind auch die Sachen von Shapework. Egal, ich zeig die nochmal. Ich zeig das jetzt einfach gemischt. Einmal so ein Krokodil. Flummis. Stifte. Ganz viele Haargummis. Dann einmal so ein Feenkind. Marie heißt das. Dann zweimal von Cars so ein Schreibset. So ein Stressball, noch mehr Haarklammern, ein Auto, Wachsmalstifte, Buntstifte, achso, noch mehr Buntstifte. Dann haben wir hier Knete, zweimal. Haben wir hier ganz viele Autos. Schatz, willst du kurz drüber gucken? Dann noch mehr Haargummis. Das hat er auch Shapewell geschickt. Das hatten wir bei Mikus bestellt von Trolls. Dann haben wir hier zwei Schreibsets von Transformers. Dann haben wir hier zwei Puzzles von Looney Tunes. So. Dann haben wir dreimal dieses Puzzle der kleine Drache Kokosnuss. Dann ein Ball und ganz viele Seifenblasen wieder. Ich muss jetzt alles rausholen, damit ich die anderen Sachen zeigen kann, die da drunter sind. So. Und dann haben wir zweimal so Sticker-Poster bestellt zum Aufhängen. Und dann kann man die bestickern. Und hier hinten sind dann, ist dann abgebildet, was für Sticker drauf sind. Das packe ich jetzt auch wieder ein. Ich weiß nicht, ob ich das gezeigt hatte. Das zeige ich jetzt auch nochmal. Das war auch von Zuschauern. Das Problem ist, sind sehr viele Sachen jetzt gemischt, weil ich immer alles ineinander geschüttelt habe. Weil die Kartons einfach, manche waren zu groß und da brauchen wir nicht zu viele Kartons haben. Dann haben wir einmal von den Minions.
etwas. Dann haben wir hier von Elmoji ein Duschgel. Dann einmal so ein Gel für die Haare. Ein Salzspray. Schminke. Ich denke mal, das ist dann für die 18-Jährigen eher geeignet. Dann ganz viele von diesen Gummihaarbändern. Dann haben wir hier so ein Schminkset. Dann haben wir hier ganz viel Esspapier. Bücher. Notizbücher. Also wenn ihr jetzt ein paar Sachen hier nicht seht, müsst ihr wissen, dass das... Mach gleich deine Augen zu. Mach doch zu. Okay. Esst doch. So, ein bisschen heiß. Voll heiß. Ich esse das jetzt. Wallah billah, das ist heiß. Ich schwöre auf alles, dass es heiß. Schatz, das ist voll heiß. Warum gibst du mir was Heißes? Aber das ist voll weich, ne, das Fleisch? Ne? Wallah, schmeckt. Krass. Wallah, das schmeckt. Aber ist ein bisschen viel Salz? Oder isst man das so? Was war das nochmal? Hähnchenleber? Schmeckt gut. Dann haben wir einmal Masken, ein Lidschattenpinsel. Was wollte ich gerade sagen? Genau, wenn ihr ein paar Sachen hier nicht seht, ich habe alles durcheinander gewürfelt. Und die Sachen, die ich schon mal in Vlogs gezeigt habe, zeige ich jetzt nicht nochmal. Dann haben wir hier zweimal für die Jungs von Balea Deo Rolle. Noch eins, dann für die Mädels zwei Stück. Dann haben wir hier Puzzles. Hier auch noch mehr Haargummis. Dann haben wir hier auch ein Puzzle. Dann haben wir hier Stiftkästen. Nochmal so ein Duschrolle. Dann haben wir hier Lippenpflege für die Mädels. Nochmal zweimal Lippenpflege. Das hatten wir auch bei DM gekauft alles. Dann auch von einer Zuschauerin Schminke für die kleineren Mädels. Dann so ein Fahrzeugset. Ein Auto. Noch ein Fahrzeugset. Noch ein Puzzle, noch ein Auto. Ich hole jetzt auch nicht alles raus. Davon haben wir zwei Stück. Dann haben wir noch Knete und Mandala-Bücher. Und hier war noch ganz viel Süßes drin, soweit ich mich erinnere. Das haben wir aber alles verpackt. Und das, was zu viel ist, verpacken wir dann halt noch bei den älteren Leuten mit ein. So, und dann kommt auch das letzte Paket. Das haben auch wir gekauft alles. Also bestellt oder gekauft. Ich weiß jetzt nicht, was das dazu ist. Weil ich habe ja auch ganz viel bei Kik gekauft. Ach. Ja, das Video geht jetzt über 20 Minuten, denke ich mal. Genau. Das muss ich jetzt aufklappen hier. So. Hier haben wir ganz viele Autos von Hot Wheels. Dann haben wir hier so ein Bildstickset. Das können eigentlich beide Geschlechter benutzen. Dann einmal Freundinnen für immer. Das hat mir, glaube ich, bei Titti gekauft. Dann haben wir hier zwei Tagebücher. Einmal weißt du, jetzt ist nicht mehr so. Weißt du, das ist Ketchup, ne? Aber ähnlich. Wallah, schmeckt. Aber mitten im Video, weißt du? Was? Schmeckt echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Dann hat der Order sich bei Teddy diese Radiergummi ausgesucht.
Voll süß, oder? Schatz, sollen wir eigentlich die Preise wegmachen oder drauflassen? Das ist voll schwer, die wegzubekommen. Vor allem bei denen. Dann müsste man die ganze Packung aufmachen. Dann haben wir das nochmal zweimal, also viermal insgesamt. Viermal oder fünfmal, ich weiß es nicht. Dann haben wir noch so ein Tagebuchset bei Action gekauft. Disney Princess. Dann einmal Disney Trolls. Das ist auch von Disney, ich glaube schon. Dann einmal so ein Magic Trick Set. Ich dachte mir, vielleicht können die sich dann bespaßen mit Zaubertricks. Dann haben wir hier für die Jungs von Cars Radiergummis. Dann einmal so ein Mini-Tischtennis-Set. Das fand ich auch schön, das von, das sind Wachsmalstifte von Disney, zum Beispiel hier von Prinzessin Elsa, Rapunzel, Feuerwehrmann Sam und Paw Patrol. Das lieben die Kinder auch voll. Dann hat Audrey sich auch das bei Action ausgesucht, das sind so Federmäppchen aus Metall mit Stiften drin. Wir können das ja mal kurz aufmachen, was da alles drin ist. Auch nicht reingeschaut, wir haben es einfach mitgenommen. Ach, das ist leer. Warum macht das denn so gut? Ach so, das kann man rausholen, dieses Teil. Deswegen, Schatz, das ist leer. Gut, dass wir nicht mehr gekauft haben. Ich dachte, das ist ein Stift. Aber warum machen die so Geräusche? Guck mal, was die für Geräusche machen. Ja, das ist dieses Teil, was da drin ist. Voll doof. Achso, so. Egal, dann können wir die Stifte reinfüllen. So, dann auch zweimal das. Dann haben wir zwei Packungen Flummis mitgenommen. Und dann ganz viele von diesen Eiern. Die werde ich jetzt auch nicht alle rausholen. Das ist übrigens auch von Katz. Dann haben wir. Da muss noch eine Kiste sein mit Sachen. Ich weiß jetzt nicht, wo die ist. Dann haben wir einmal so eine Pinnwand aus Alhorn und einmal mit einer Katze. Dann haben wir hier zweimal Knete. Dann haben wir hier einmal von Transformers so ein Schreibset, einmal von Prinzessin Elsa, Transformers, Prinzessin Elsa, Minions, nochmal Minions, drei Packungen Wassermalstifte, heißen die so? Fasermaler. Dann zwei Packungen nochmal Autos von Hot Wheels. Nochmal zwei Packungen. Nochmal zwei Packungen. Schatz, das ist viel. Du musst dir das mal anschauen gleich. Dann haben wir hier Malbücher, einmal für die Jungs zweimal. Und nochmal von Cars. Willst du so ein Video? Please. Dann haben wir hier Puzzles, einmal von Mickey Mouse. Von Disney Princess und von Cars. Und dann haben wir, glaube ich, 1, 2, 3, 5 Stück von diesen Amigami-Sets. Ich weiß jetzt nicht, wofür die sind. Ich habe jetzt 5 Stück mitgenommen. Muss ich das jetzt zeigen? Da. Genau, das war's auch. Und die anderen Sachen zeige ich ja immer in den Vlogs. Dann haben wir ganz, ganz viele Süßigkeiten bestellt. Das haben wir auch in den Vlogs gezeigt, wie wir das alles verpackt haben. Dann sollte heute noch eine Packung kommen, ist aber nicht. Ich habe jetzt die Nachricht bekommen, dass das doch morgen kommt. Also wir haben schon ganz viel gekauft. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr die Sachen findet, die wir gekauft haben. Und ich
hoffe, das Geld, was ihr uns geschickt habt, haben wir wertvoll ausgegeben. Und ich hoffe, da ist jetzt nichts, wo ihr sagt, das ist voll unnötig. Ja. Ansonsten gucken wir uns nochmal gleich um, was wir alles haben und was wir noch brauchen könnten. Und dann kaufen wir das morgen oder Montag ein. Ja, ich packe jetzt alles wieder weg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch interessiert. Ich habe das Video jetzt für diejenigen gemacht, die gespendet haben, weil ihr natürlich sehen wollt, was mit dem Geld passiert. Und das ist ein Bruchteil von dem, was wir gekauft haben. Wie gesagt, wir haben ja noch die ganzen Tüten gekauft bei Action für die Süßigkeiten. Die sind auch irgendwo in dem Schrank. Dann haben wir noch voll viele Süßigkeiten bestellt. Dann haben wir da noch die Pfanne draußen und diese Schneidebretter. Dann haben wir die Messer bestellt, gekauft. Also es ist echt viel, was wir gekauft haben. Und ja, am Dienstag gehen wir dahin um 14 Uhr, drehen das Video dazu, nehmen euch auf jeden Fall mit. Das ist ja so ein Zweck der Sache, dass ihr das auch seht. So, ich hoffe, wir werden die Kinder glücklich machen. Die verdienen das genauso sehr wie wir. Und bald ist Weihnachten, da passt das eigentlich perfekt. Jeder sollte sich eine Tüte Süßigkeiten nehmen und sich ein Spielzeug aussuchen dürfen. Ich bin mal gespannt, wie das ablaufen wird. Jetzt passt das nicht mehr. Ups, der nimmt mich auf. So, ich habe jetzt alles weggeräumt. Warum nicht so rot? Genau. Und die Pakete, die noch kommen werden, es sind ja nur noch 2 Tage jetzt, was kommen werden könnte. Einmal morgen Samstag und einmal Montag und dann ist auch vorbei. Ihr müsst ab jetzt, wo ihr das Video jetzt seht, gar nichts mehr spenden, schicken oder irgendetwas. Die Sache ist jetzt vorbei. Ich bin stolz, dass ich das gemacht habe mit euch zusammen, mit so einer tollen Community. Und hoffentlich machen wir nächstes Jahr wieder was Schönes. Aber diesmal für die Kinder außerhalb Deutschland. Ja. Schatz, sagst du noch was? Schatz, wegen dieser Shisha-Videos. Wir wollten eigentlich am 1. drehen. Du kannst ja schon mal ausmachen, komm. Okay, ihr Lieben, das Audit hat nichts mehr zu sagen. Er wird aber noch was zu einigen Leuten sagen wollen. Ich verabschiede mich jetzt und zum nächsten Mal. Danke für eure Unterstützung. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow.